Ja, was sollen wir sagen? Wenn der Heiß so vor der Tür steht, dann machen wir ihn, oder? Sicher. Oder erstmal schnell bei... Du hast eine Handgranate in der Hand. Das ist ein Handy. Das ist eine Handgranate. Oder erstmal schnell rüber gucken. Entschuldigung. Der hat schon wieder 5 Aufträge. Hat er schon wieder 5 Aufträge her? Könnt ihr auch immer selber was machen. Wenn du neben Mist. Der erlebt so gar nichts, oder? Der hockt immer daheim in seiner Bude. Ganz ehrlich, wenn ich so eine Bude hätte, außerdem hockt er nicht in der Bude, sondern neben der Bude. Scheinbar. Was ist er denn? Nee, doch. Wenn ich so eine Bude hätte, würde ich nicht mehr rausgehen. Da bräuchte ich auch keine Freunde mehr. Gut, ich habe jetzt schon keine, aber die Bude hätte ich gern noch dazu. Ich würde einen ganzen Tag zu Hause bleiben. Ach, das geht ja gar nicht. Warte mal. Also anständige Hosen könntest du dir aber schon anziehen. Ja, mache ich ja. Bruder Adrian. Ach, das ist der, einer von denen. Wo sind denn die Klamotten? Stockwerk drüber oder drunter? Das ist die Haustür. Geht's raus. Ich glaube, du musst nach unten. Geht's runden. Runden. Bruder Adrian oder Adrian schreibt, das ist einer von diesen Scientology. Das ist aber diese, Pfeifen, ganzen, diese ganze Wohnung von ihm, die ist aber irgendwie doch deutlich über seinem Stil, oder? Also, das würde man so ihm jetzt nicht direkt zutrauen. Aber die hat er ja auch nicht selber eingerichtet. Das stimmt. Er ist aber noch nicht ganz fertig mit auspacken. Hat der denn nichts Gescheites? Kann der nicht auch mal einen Anzug tragen? Das gibt's ja nicht. Wir können ihn halt einmal einen kaufen. Sollten wir schon nicht mal machen. Sprechen. Ja, vielleicht machen wir das sogar mal, wenn wir mal in einem Laden vorbeikommen. Da war sogar Anzüge, aber... Ja, das sind ja dann bloß diese Komplettanzüge, sind damit gemeint. Meinst du? Ja. Oder die Felder sind dann halt leer. Also die Kategorien werden angezeigt, aber das heißt nicht, dass da auch wirklich was drin sein muss. Also ich finde, der braucht echt mal einen Anzug. Hat auch ein Zuschauer sich das gewünscht. Echt? Vor allem einer unserer Lieblingszuschauer, der will, dass wir ihm unbedingt mal einen Anzug anziehen, damit er aussieht wie Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Weil es nämlich überhaupt gar nicht genug Pulp Fiction-Vergleiche in der Welt geben darf und so. Da hat er vollkommen recht. Ja. Na gut, dann fahren wir jetzt da zu dem, was hat er denn? Also den Devin, diesen Auftragsmord. Hier ist... Das ist der Dom, das ist der Abenteuertyp. Wer will denn bitte ein Abenteuer... Oder der heißt. Aber dann muss er wieder hinfahren. Nee, er ist so weit weg. Ja, wo ist die letzte Mission da? Er hat doch 5 Aufträge. Das ist doch die eine, die wir nie finden. Stimmt. Das heißt, hat Michael dann auch... ja, ich fahre zu Devin. Hat Michael dann auch einen Auftrag, den wir nie finden? Keine Ahnung. Die waren wir auch echt jetzt schon eine Weile nicht mehr, oder? Stimmt, ja. So allgemein in der Stadt, meinst du? Oder ja. Wie? Ja. Kann mich erinnern, dass wir mal gesagt haben, so pff, immer diese Stadt, Zeit, dass wir wieder rauskommen. Insofern macht das Spiel sich schon gar nicht so blöd. Aber ist doch auch typisch, oder? Man will doch immer das, was man leider nicht hat. Tja, das ist immer so. Das Gras auf der anderen Seite. Hast gesehen, schön über einen rüber gesprungen. Mhm. Die das in so Städten wie San Francisco auch regelmäßig in echt machen? Ich glaube schon, oder? Wenn die da auch. Die Straße runterfahren. Sonst hätten sie wäre die Stadt ja nicht so verlockend gebaut. Wäre das denn verboten? Über einen rüber zu springen? Also ist das in der Straßenverkehrsordnung geregelt, was, wenn ich den Sprung quasi beherrsche, dass ich über andere Verkehrsteilnehmer drüber springen kann? Oder ist das dann sehr, sehr gute Gefährdung Frage. Anderer? Ich glaube, dadurch, dass du so schnell fahren müsstest, um da ordentlich Speed zu haben, würdest du wahrscheinlich eine Geschwindigkeitsübertretung haben. Ja, aber wenn ich ein sehr leichtes Fahrzeug habe und eine entsprechende Schanze wähle, die... Ja. Vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren. Molly. Hey Molly, I'm outside the studio. Alright, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. Alright. When you're out of there and clear of studio security, call me. Oh ja, auf jeden Fall verkleiden. So als Alien oder so. Aber das Spiel sagt es einem ja, was man machen muss.
finde den Schauspieler. Tippe jetzt mal drauf, dass das der rote Punkt ist, oder? Du kannst den Schauspieler K.O. schlagen, um seine Kleidung zu bekommen. Was ist denn das für ein Darsteller? James Bond oder was? Im weißen Cocktailjackett? Hm, könnte auch hier Casablanca sein. Tatsächlich. Schaut aus wie Humphrey Bogart und schaut, ist er K.O. Wird auch keiner merken, dass das gar nicht der ist, der dann den weißen Smoking anhat. Aha, siehst du? Und schon haben wir den Anzug. Ja? Wie perfekt geht denn das bitte? Den darfst du jetzt nie mehr ausziehen. Der hat aber echt klasse. Ich will auch mal einen weißen Smoking. Das wird ja auch jetzt hier schon wieder die Gerüchte befeuern, dass wir die Spiele vorspielen. Wir wissen, was passiert. Und dann nur nach Drehbuch die Scherze erzählen. Was sollen wir denn auch in der Zeit die ganze Zeit machen? Ja. So ein Spiel wie GTA, das musst du einfach mehrmals durchspielen und dann jeweils das beste Take nehmen fürs Let's Play. Oh, eine geile Karre. Das ist sogar eine James-Bond-Karre. Ja, also was ähnliches. Mit Maschinengewehren vorne dran und einer hübschen Braut innen drin. Geil. Kann man da schießen mit? Es gibt ja keine Schießtaste. Ja, LB. Rechts, rechts. Oh my God, this is an abduction. Das ist ein Menschenraub. Get off the wheel. I need to get the fuck out of here. Studio security are shutting your ass down, wacko. Oh, musst doch nicht alle überfahren. Dachte mir alle neune. Oh, die greifen mir mal wieder ins Lenkrad. Nah, you cool? No, I'm not. Ey, cool. Ey. I mean, chill out. I'm just interested in the whip. What's this? Spice? Schau, mit Elka zu Stacheln abwerfen. Geil. I could buy this car with what I make in a morning. I think you underestimating the value of this automobile. Or overestimating your own talent. Ey, die greift mir voll ins Lenkrad die ganze Zeit. Jawohl, das ist gut. Und jetzt noch der Raketenwerfer. Jawohl. Ey! Drück X, um auszurufen, wozu der rote Knopf. Das war so klar. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. I got the car. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Das ist bestimmt so ein James Bond Bösewicht, oder? Beißer oder Blofeld. Keiner, oder? Nee. Der da vielleicht. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, Lamar. Nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, exactly. man. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit.
But you're the brains, am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. So astrein, dass wir einen scheiß Anzug haben. Alles geplant, stand alles im Drehbuch. Fühlt sich aber noch ein bisschen unwohl. Naja, muss er ja reinwachsen. So. Leicester-Attentat gäbe es, eine Nebenmission mit dem Sporttypen. Attentat habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Gerade. Ja. Oh, schauen wir das doch. Perfekte Auto. Halt. Da bremst sie auch gleich, oder eher? Darf ich sie bitten? Oh, das ist Mos Def, der das Auto fährt. Auch schon lange nicht mehr gesehen im Film, oder? Oder habe ich das jetzt, nicht mitbekommen? Ich glaube, der heißt jetzt anders. Und der Axel Schulz. Der hat sich doch neulich zwangsernähren lassen. Was? Warum hat er keinen Bock mehr gehabt, den Löffel hochzuholen? Nee, um mal darauf hinzuweisen, wie grausam so eine Zwangsernährung ist, wenn sie in Guantanamo oder in irgendwelchen Gefängnissen durchgeführt wird bei Gefangenen, die im Hungerstreik sind. Ja. Das muss ihn wohl ziemlich traumatisiert haben. Scheiße. Ah, schau mal, kommen die Nachrichten. Hat man jetzt schlecht gehört, aber da wurde gerade drüber berichtet, dass ein Special FX Car, also Special FX Fahrzeug, gestohlen wurde vom Set. Das waren ja wohl, möchte ich mal behaupten, wir. Oder das war der andere Fall mit dem anderen Fahrzeug. Was für ein Fahrzeug? Ja, wer weiß, vielleicht gab es ja noch einen Fall. Jetzt gibt es eine riesengroße Verwechslung. Durcheinander. Das würde ja auch zu meinem Anzug passen. Verwechslungskomödien werden auch nicht mehr gemacht, oder? Das war doch mal in den 70er Jahren. So deutsche Klamotten waren da immer ganz groß dabei mit Peter Alexander und so. Das ist eine Etage tiefer. Pass auf, da steht irgendwo so ein Betonpfeiler. Den willst du nicht erwischen. Ja, oder? So geht's natürlich auch. So. Aha, das sieht doch mal nach Quadrennen auf dem Flughafengelände aus. Hey, there he is! Mr. Conservative! Was machst du schon wieder zum Anzug? Nothing? Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here! All right, let's go. Let's roll where? Catch you on the flip side, buddy. Yo, you see that? Half the airport's on the Dominator's payroll today. Better bond fast with that beauty, cause you two are going tandem. I didn't bring my idiot translator. What the fuck are you talking about? You're driving that hunk of metal and gasoline out of a cargo plane. I'm doing fucking what? We're Spirit Brothers, homie. Two sides, one coin. You can't bail on me now. Man, I must be crazier than you are. Haben wir sowas nicht schon mal gemacht? Wir sind mit dem Flugzeug in das Frachtflugzeug reingeflogen. Ach, stimmt. Eigentlich beeindruckender. Big pair of balls. Check. Okay, this is happening. Du kannst das Quad rollen. Halt dich mal ein bisschen links zur Landezone. Oh shit! This is not the biggest hard on ever.
Da unten ist auch schon die... Wow. Yeah, I can see you being a real hit with the ladies, homie. Dude, you have no idea. You should see me online, like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. Ich schätze mal falsch ein, wie viel Platz ich da noch habe. Drehst du mal hier mit den Vögeln? Mit RB oder mit... Ah, jetzt geht's aber... ja, sollte klappen. Jetzt beide... Eppa, wow. Aber ganz genau. Lightning bolt. You're alive. You know how it feels. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Dummerweise sind wir jetzt am anderen Ende der Karte. Dummerweise haben wir auch keinen weißen Smoking mehr. Ach, tatsächlich. Naja. Wir wollten ja auch nur mal kurz zeigen, wie das mit dem Smoking aussieht. Naja, so weit ist es gar nicht. Da steht sogar ein Jetski parat. Also du müsstest eigentlich nur da zum Ufer fahren und den Rest kannst du dann laufen. Steht direkt vorne am Ufer steht ein Jetski. Den Heist angehen? Nee, den hat er jetzt mitgenommen, oder was? Oh, Mann. Depp. Depp, I say. Toll. Und jetzt? Ah, ich fürchte, wir müssen uns hier ein Auto klauen. Den Klamotten. Aber das hier nicht eigentlich mal ursprünglich alles in die Luft gejagt? Doch, ja, das war von den Bikern, der Campingplatz. Aber hier gibt's auch kein Auto. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Hier gibt's Motorräder. Ja, immerhin. Aber schau mal, ist immer noch kaputt, tatsächlich. Hast du gesehen? Das Motorrad oder der Campingplatz? Nee, der Campingplatz. Ach so. Hier, warte mal, schau mal. Hier. Ah, stimmt, ja. Ja, passt schon. Passt schon. Dann können wir die Folge wahrscheinlich da beenden, wo wir sie angefangen haben. Direkt vor dem Heist, bevor dann wieder alles Mögliche dazwischen kommt. Aber diesmal wird nichts dazwischen kommen. Bis zur nächsten Folge dann. Weil ich glaube, so viel hat er ja gar nicht mehr. Können wir mal kurz auf die Karte gucken? Es war ja nur noch Scheiß, was jetzt übrig war. Da oben ist so, eine... Was ist denn das? Mary Ann. Wer ist denn Mary Ann? Ist das seine Freundin? Nein! Und ein Attentat, was ja keiner machen will. Ein Attentat. Nee, jetzt machen wir den Heist mal. Wenn er schon so ja, toll der Heist sein soll. Ist ja eh da irgendwo in der Stadt. Aber wahrscheinlich muss man dann wieder wo nee, ganz anders hinfliehen. Doch, der Heist ist da oben in der Stadt. Ach so, ja, stimmt. So ja. Mit der Bank. Oh, ist da. Das ist wieder in so ein so super Ereignis. I will tell you again. Get the hell out of here. Man, am I glad you came along. Come on, let me sort you out. I gotta get my karma back on track. Geht ihm nach, der gibt dir Geld. Over here. I got some paper stashed in the car. And at no point did you think about giving that up to the homies that's about to light your ass up. Them bikers ain't right in the head. Who blasts a fool over a half a key? Man, drug dealers who don't get paid, that's who. Geil, wie jetzt die Sonne auch wieder rauskommt. Hast du gemerkt den gerade? Mhm. Oh, mehr Biker. Kein Problem. Und im Notfall haben wir hier noch die passende Waffe dazu. Think they saw us? Yeah. Ich hab euch aber auch gesehen. So. Das war's schon. Zack. You're no joke, dog. I prayed for a crazy... Das interessiert dann irgendwie die Polizei immer gar nicht, ne? Was ist mit der Belohnung?
$1,000. Das hat sich immer so gar nicht gelohnt. Dafür hier so ein schönes FBI-Auto klauen. Na, jetzt aber. Ast rein. Ja, seht ihr mal, auf den letzten Sekunden noch was erlebt. Jetzt ist der auf dem Dach von der Bank und will dann den Bassjump machen. Oh Mann. Werden wir bestimmt noch vorbeischauen. Aber wohl nicht mehr in dieser Episode und wahrscheinlich auch nicht in der nächsten, denn in der nächsten steht der Heist an. Yippie! Und was ist denn hier los? Und da müssen wir auch mal rausfinden, was es mit dieser Mary Ann auf sich hat, was das nochmal war. Ist ja auch cool, dass hier die Wimpel so sehr im Wind wehen. Was ist da los? Crazy. Naja, gut. Derweil hören wir ein bisschen Pet Shop Boys. Macht's gut. Ciao.